Der Geschlechterkrieg ist eine dialektische Manipulation. Dies ist eine Teile- und Herrsche-Mind-Control-Strategie, welche von den Meinungsmachern und Gedankenkontrolleuren benutzt wird. Was ist eine Dialektik? Was bedeutet Dialektik? Das Wort Dialektik setzt sich aus der griechischen Silbe dia, was durch, dadurch bedeutet, und dem lateinischen Subjekt lectus, was Auswahl bedeutet, zusammen. Dialektik ist also eine Gedankenkontrollmethode, die mit Auswahl arbeitet. Einige Leute auf der einen Seite der Auswahl, die also eine Entscheidung getroffen haben, klar Stellung genommen haben und dementsprechend handeln. Und einige Leute auf der anderen Seite, die klar Stellung nehmen und dementsprechend handeln. Es ist mit dem amerikanischen Wahlsystem und dem, was in einigen sogenannten, in Anführungsstrichen, freien Ländern bekannt ist, vergleichbar. Es ist ein Ein-Parteisystem, aber sie geben einem die Illusion, dass es mehrere sind. Und sie bugsieren alle ins Schlachthaus, egal welche Entscheidung man da fällt. Die Dialektik im Neofeminismus ist zwischen den Leuten, die meinen, es bestehe hauptsächlich ein Patriarchat, und denen, die ein Matriarchat sehen. Wenn man sich die Worte ansieht, stellt sich die Frage, was haben die beiden Worte gemeinsam? Archat, was Herrschaft bedeutet, Kontrolle über andere Leute oder anders gesagt Sklaverei. Es kommt vom griechischen Archon, was Herr über Sklaven bedeutet. Die andere Gemeinsamkeit ist das Kontrollsystem selbst, um eine Game of Thrones-Analogie einzuwerfen. Großartige Show nebenbei. Es ist egal, wer auf dem Thron sitzt. Das Konzept, was man bedenken sollte, wäre, es gibt einen Thron, auf dem man sitzen könnte, der im Grunde genommen zerstört werden müsste. Das Konzept von Autorität muss zerstört und abgelegt werden. Ich gebe immer diese Analogie an, um es zu verdeutlichen. Viele Historiker und alternative Forscher sagen, dass der Zweite Weltkrieg ein manipulierter Krieg war. Ja, war er. Natürlich haben Banker beide Seiten manipuliert. Aber das Wichtige ist, wen haben sie zuerst manipuliert? Sie manipulierten die Achsenmächte, besonders die Nazis, die sie in einen religiösen Wahn aufstachelten, um mit dem Großteil des europäischen Kontinents einen Krieg anzufangen. Da stellt sich die Frage, wie lange wollen wir diese dialektische Manipulation weiterlaufen lassen? Man könnte sagen, ihre Gedanken wurden kontrolliert und sie wurden manipuliert, mithilfe einer religiösen Form von Gedankenkontrolle namens Nationalsozialismus. Nun, macht das einen Unterschied in dem, was sie durch ihre Taten gemacht haben? Wenn jemand Leuten gewalttätig großes Leid bringt, sagt ihr dann, oh Gott, sie sind unter Gedankenkontrolle, sie sind auf eine Dialektik hereingefallen, daher völlig gedankenkontrolliert und manipuliert. Heißt das, ihr lasst deren Handeln einfach so weiterlaufen, ohne was zu sagen oder zu tun? Es ist vergleichbar mit dem Polizeistaat, den wir hier in Amerika zurzeit erleben. Viele sagen, die Polizei steht unter Gedankenkontrolle. Sie denken zwar, sie tun etwas Gutes oder nur ihren Job. Heißt das, ihr lasst sie weiterhin ungehindert auf euren Rechten herumtrampeln? Für alle Ewigkeit? Heißt das, nur weil ihr merkt, dass sie unter Gedankenkontrolle stehen und manipuliert wurden, sollte man nichts machen? Man lässt sie einfach machen? Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht beide Seiten auf diese Manipulation hereinfallen müssen. Es reicht eine Seite, die darauf hereinfällt, um die Dialektik erfolgreich zu machen. Denn die eine Seite hat nun einen Feind und führt bereits Krieg gegen diesen. Wenn eine Seite darauf reinfällt, geht der Krieg los. Die andere Seite hat nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder sie überzeugen die andere Seite davon, dass sie unter Gedankenkontrolle stehen und manipuliert werden, und die andere Seite nimmt sich das zu Herzen und verändert ihr Verhalten als Ergebnis dessen, oder es muss einen Konflikt geben. Es muss eine Entscheidung gefällt werden. Es ist legitim, Leuten eine Dialektik zu präsentieren. Ich akzeptiere die Entscheidung, dass ich einen Kampf gegen die Leute führen muss, die die Freiheit bekriegen. Selbst wenn ich weiß, dass sie unter Gedankenkontrolle stehen, es macht keinen Unterschied. Das Endergebnis ist das Gleiche. Die Freiheit stirbt. Das Endergebnis ist das Gleiche. Die Freiheit wird sterben. Ihr seht, es ist also egal, ob jemand auf die Manipulation reingefallen ist. Es ist keine Entschuldigung für ihr Verhalten und es heißt nicht, dass man deswegen nichts tun sollte. Behaltet das bitte im Hinterkopf. So wird der Geschlechterkrieg gespielt.
Ich treffe nun keine Wahl, aber ich sage, dass eine der Seiten schon viel von dieser Geschlechterkriegsmanipulation geschluckt hat. Und nun bekommen Sie die Reaktion der Männer, die auf verschiedene Weisen darauf reagieren, aber darüber werden wir morgen sprechen. Es gibt keinen größeren dialektischen Bruch als zwischen Mann und Frau. Religionen sind keine größere Teilung. Es gibt eine Menge Religionen. Es ist also eine verschrobene, prozentuale Verteilung, keine 50-50-Aufteilung. Politik, die eine und die andere Partei, und dann auch die Leute, die für freie Kandidaten sind, etc. Da gibt es auch keine 50-50-Aufteilung. Es gibt keine exakte 50-50-Aufteilung in der Menschheit, und die Manipulateure wissen das. Genau deswegen fokussieren diese Leute ihre Energien auf diesen Geschlechterkampf, denn nur hier besteht dieses natürliche 50-50-Verhältnis. Und dadurch können sie maximale soziale Spannungen erzeugen. Denn das familiäre Band in einer Beziehung zwischen Mann und Frau ist die Grundlage jeder Gesellschaft, seid euch dessen im Klaren. Genau deswegen führen sie diesen Geschlechterkrieg, um maximale Spaltung, maximale Spannung, Instabilität und Chaos unter den Leuten zu erzeugen. Diese Präsentation ist hauptsächlich lösungsorientiert. Über die Lösungen werden wir morgen Abend sprechen. Die Präsentation soll keine weiteren Spannungen zwischen Mann und Frau herbeiführen, wie schon eben erwähnt, sondern will das Bewusstsein auf die benutzte Manipulationstaktik des Geschlechterkriegs lenken. Der letzte Teil dieser Präsentation fokussiert sich auf Lösungen, mit denen wir die Spaltung beider Geschlechter heilen und ausgeglichene Beziehungen fördern können.